Eine sehr traurige Episode wird das. Eine sehr, sehr traurige Episode. Für zarte Gemüter ist jetzt Zeit, noch das Video zu verlassen, denn hier wird gleich richtig rund gehen. Was habe ich denn heute vor? Ich mache die Abschiedsrunde. Ich verabschiede mich jetzt von dieser Welt, wenn man so möchte. Beziehungsweise, nee, ich verabschiede mich noch nicht von der Welt, aber ich mache die letzte Vorbereitung. Mein Ziel ist, mehr oder weniger hinter mir nur Tod und Chaos zu verlassen. Und wo wäre das besser anzufangen als bei Tochter des Chaos? Wenn ihr das nächste Spiel vorbereiten wollt, also den Endboss vorhabt anzugreifen, dann denkt daran, vielleicht nochmal alles abzuräumen, was irgendwie geht. Ihr könnt natürlich mit den Verschiedenen nochmal reden, wenn ihr das wollt. Wenn ihr irgendwas noch Ausrüstung umwandeln oder Gegenstand kaufen, dann könnt ihr das jetzt noch machen. Nachher ist es zu spät. Für eitles Geplauder ist keine Zeit, er sagt's ja schon. Dementsprechend werden wir jetzt brutal. Und tschüss. Why, you monster! The family! What have you done? What have you done? Hasse diese Viecher! Okay, Teil 1 ist mal geschafft. Wir nehmen hier natürlich die Feuerhüterseele mit. Hier hinten hat es noch ein Eiberseitiger für mich. Dann hier hinten, das ist nicht bei jedem der Fall, aber ich habe das vorhin zufälligerweise gesehen, habe ich was vergessen. Die ganze Dornenrüstung. Dann ist der Teil schon erledigt. Ich glaube, hier vorne lebt niemand mehr. Wir gehen aber trotzdem mal kurz schauen. Ich könnte eigentlich auch ganz kurz das Schild ändern, damit das alles ein bisschen schneller geht. Wir werden in dieser Episode tatsächlich jeden umbringen, der uns irgendwann mal geholfen hat. So sind wir alt. Nee, wenn ihr das nächste Spiel betretet, in der Vorbereitung seid für das nächste Spiel, dann scheut euch nicht, wirklich hier noch umzubringen, wer geht. Denn viele der Gegner hier, oder beziehungsweise der NPCs, das sind ja eigentlich nicht Gegner, sondern solche, die euch helfen würden, die haben spezielle Gegenstände für euch. Und alles, was ihr hier an Taten begeht, jetzt im Moment, wird euch im nächsten Spiel vergeben. Also, ihr könnt hier jetzt wirklich töten, betrügen, klauen, was es auch immer alles geben würde. Das zählt alles nicht mehr, sobald ihr ein neues Spiel anfangt. Ich bin jetzt unsicher, ob der Eid mitgenommen wird oder nicht, aber ich glaube, der Eid wird mitgenommen. Allerdings ist auch da ist vergeben und vergessen, was davor war. Lebt sie noch? Sie lebt noch. Okay. Dann war der Weg doch nicht umsonst. Über das Gift mache ich mir jetzt keine Sorgen. Hier lebt noch was. Dementsprechend muss es auch sterben. The voice of reason fails. Then here is a lesson for you. That you can only learn once. Ja, der Handschuh ist nichts mehr wert. Farewell. My mother. My sisters. What have you done? Pyromantie Feuerorkan. Mal kurz reinschauen, was wir hier erhalten haben. Feuerorkan, Feuerorkan, wo ist er denn? Von Quelana, von Isalith gelehrte grundlegende Pyromantie, errichtet in der Umgebung große Feuerpfeiler. Dieses Inferno ähnelt jenem, das die Töchter des Chaos auslösten, als sie die Drachen herausforderten und die Erde versenkten. Können wir nachher gleich testen. Für das bin ich ja Pyromant. Jetzt gehen wir aber zurück auf Start. Machen hier weiter.
machen wir schnell Zauberei einstimmen. Ich habe gar nicht geachtet. Ist das ein Slot? Das ist nur einer. Okay. Dann besuchen wir den Herr hier unten. Unser Schmied, wenn wir schon da sind. Na, mein alter Bursche. Well, you seem need anything. Nochmal kurz schauen. Wollt ihr eine Waffe verstärken, Rüstung verstärken? Wollt ihr einen Gegenstand kaufen? Hier könntet ihr nochmal Scherben so richtig reinschlagen. Machen wir einfach mal. Weiß zwar nicht warum, aber alles andere brauche ich nicht. Dementsprechend. Don't get yourself killed. Neither of us want to see you go hollow. Nee, mich nicht. Aber dich, mein Junge. Well, you curses. You damn backstabber. Männlichkeit 3. Schmiedehammer. Hier ist was los. Hier brennt die Hütte. Schmiedehammer. Schmiedehammer, Schmiedehammer. Wo ist er denn? Ach, das wird jetzt wieder ganz hässlich, das zu finden. Oh, wo ist es denn? Schmiedehammer, Schmiedehammer. Der Metallhammer von André von Astora, dem Schmied der alten Kirche. Er kann als Schlagwaffe verwendet werden, sollte aber vielleicht besser in den Händen seines talentierten Besitzers verbleiben. Dafür ist es auch leider ein bisschen zu spät. Jetzt werden wir hier wieder... Ich bin am Leuchtfeuer. Die Zauberei einstimmen. Wechseln wir wieder. Nehmen wir den großen Chaos-Feuerball. Und gleichzeitig wechsle ich jetzt auch wieder das Schild. Denn jetzt geht's wohin, wo es mir nicht so gefällt. Hier hinten habe ich, das weiß ich noch, zwei Titanen vergessen. Die nehmen wir natürlich auch mit. Dazu wechsle ich jetzt aber wieder die Waffe. Denkt daran, hier ist eine Falle am Eingang. Lauft da nicht drüber. Ich hätte sie jetzt fast wieder vergessen. Ihr wisst ja, die können wir reinlocken. Na komm, na komm, na komm, Junge. So. Empfang von hinten. Und tschüss. Weg mit euch. Dann durchrennen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, macht den gleichen Weg wie ich. Wir rennen hier durch. Dann diesen Fallen wie immer ausweichen. Das kennen wir, das Spiel. Hier vorne wartet nochmal einer auf uns. Na. Weg mit dir. Dann nehmen wir sie unten als Ziel. Und der ist schon mal weg. Ah, schlecht, dass sie gleich beide gleichzeitig treffen. Das ist eine Schweinerei. Dann ihn hier noch ausschalten. So. Jetzt wechselt den Ring. Falls ihr wollt, wird ich halt ein bisschen schwerer. Nehmt hier den... Wo ist er denn? Natürlich verbirgt er sich wieder an letzter Stelle, wie so oft. Den verrosteten Eisenring. Dann geht's hier runter. Mit dem verrosteten Eisenring, das wissen wir noch, können wir uns hier schneller bewegen. Trinken wir noch kurz was. Und dann schwingen wir uns in den Kampf. Wir sind zum Glück nicht so stark wie andere. Aber da geht's schon los. Ah, ich behaupte, sie sind nicht stark. Und was passiert? Logischerweise legen sie schon wieder los wie nix. Ich hasse die ein bisschen. Machen wir es halt anders. Ah, schlecht. Das wollte ich jetzt noch nicht. Das war zu früh. So. Der dürfte eigentlich auch gleich Geschichte sein. Na, ja, Nummer 1 ist erledigt. Das ist Nummer 2 nicht mehr so schwer. Es sei denn, ich rolle wieder falsch. Nee, dann nehmen wir so mit. Nee, das ist der falsche. Wenn er so ausholt, geht einfach auf die Seite. Dann könnt ihr ihn von der Seite relativ einfach und gefahrenlos nehmen.
Wenn er so ausholt, nimmt das Schild nach oben. Und wenn er springen will, schlagt ihn nochmal. Sowas, Kind, da lässt du mir. Titanit-Fangstab habe ich jetzt schon mehrere. Dämon-Titan. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Dann gehen wir wieder zurück. Leuchtfeuer. Die nächste Runde. Hier waren wir. Hier gehen wir nochmal durch. Denn ich habe ja noch was vor. Ansonsten, tot sind schon einige. Also, ihr habt ja gewisse Gegner schon früher getötet. Je nachdem. Das müsst ihr nicht mehr machen. Bei mir zum Beispiel ist jetzt, weil das der böse Charakter ist, komplett Anolondo schon geleert. Ich musste also nichts mehr machen. Hat also durchaus auch Vorteile, böse zu sein. Na, wollt ihr wohl? Sehr schön. Anolondo ist bei mir schon geleert. Da gibt es nichts mehr zu töten. Andere NPCs sind bei mir schon während der Geschichte halt verstorben. Zum Beispiel Soler ist bei mir in der Geschichte schon verstorben. Den muss ich nicht mehr besuchen. Der Zwiebelritter ist bei mir ebenfalls schon tot. Na, na komm. Eigentlich wollte ich dich abstechen. Hat nicht ganz funktioniert. Hallo? Nein! War ja klar. Irgendwann muss es passieren. Na super. War jetzt nicht ganz so gedacht. Aber er ist gestorben. Ach, ich renne einfach durch. Wird mir zu blöde. Tut mir leid, dass ihr das ansehen müsstet. Jetzt reicht's. Pleiten, Pech und Pannen. Gehört ab und zu dazu. Eigentlich will ich die Episode gar nicht so lange machen. Ich überlege mir auch gerade, das abzukürzen. Aber ich weiß nicht halt, ob ihr dann das nicht sehen wollt. Oder ob ihr wirklich nur hier durch wollt. So wie ich jetzt. Ich probiere jetzt das mal abzukürzen. Mal sehen, ob das klappt. Ich renne jetzt einfach mal überall durch. Vielleicht klappt es ja mit den Fallen, oder? So. Na komm. Oh, die kommen hier nach. Vielleicht reicht es hier rein. Ja, das reicht. Mehr wollte ich gar nicht. Nehmt noch das Schild nach oben. Einfach zur Sicherheit. Dann wären wir hier oben. Hier wird es ja hier nach links gehen. Klassisch wäre es jetzt, wenn ich den Absprung verpasse. Na, Glück gehabt. Hier hinten hat es ja noch einen Händler, der ein bisschen versteckt ist. Oh yes, it's you. What is it? Still something you need? Gegenstand kaufen. Hier auch nochmal schauen, wenn ihr was braucht. Nee. Ich weiß es ja, dass ich nichts brauche. Deshalb. Nothing at all. Fine then. Rush in like a naked babe and be skinned alive. In dem Sinne, dich brauchen wir auch nicht mehr. What the devil's gone into you? Außer Seelen nichts gewesen. Gehen wir zum nächsten. Hier dürfte alles weg. Nee, Moment, einen habe ich natürlich vergessen. Den sollten wir aber nicht vergessen. Hier geht's richtig rund jetzt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich überall durchrennen kann. Ich probiere es einfach logischerweise ein bisschen. Aber gewisse Gegner nehme ich jetzt mit, weil es halt einfach auf dem Weg liegt. So. Weg mit euch zwei. Hier hinten wäre je nachdem. Hä? Du bist noch da? Wow. Ich wollte gerade sagen, hier wäre je nachdem noch unsere Halbheilige. Was machst du denn hier? Hello. I will never forget what you did. I am deeply indebted.
for it was not within my power to save Vince or Nico. I cannot thank you enough. In case you have not heard, I am Rhea of Thoroland. I only wish there was some way I could help you. But I am inexperienced and I only know the art of miracles. If that could be of any help, speak to me again. Ja, dann ist in dem Fall sie noch nicht leer gekauft. Na? Would a miracle be of any help? I would be most pleased if that were so. May we discuss miracles then? Ja, immer zu. Also zuerst mal Geste erlernen, Gebet, Eid leisten, nee, sicher nicht, reden. Vince and Nico were fooled by a lightning patches and turned into hollows. My prayers did them no good. It is my ignorance, my frailty that has sealed their fates. Perhaps Petrus realized my weakness all along and thus made the decision to abandon me. I can hardly blame him now. Gegenstände kaufen. Göttlicher Segen brauche ich nicht. Heilung. Ja, ja komm. Also Rückkehr ist immer ein wunderschöner Zauber. Den würde ich nehmen. Ich mache vielleicht tatsächlich noch einen Kleriker daraus. Nee, Rat suchen brauche ich nicht, aber Wucht ist schön. Zauberbarriere ist auch nicht schlecht. Der Rest muss warten. Talisman, nee, brauche ich nicht. Dann war's das. Das möge auch für dich gelten. Sieben Menschlichkeiten, Elfenbein, Talisman. Hat sich gelohnt. Was ich hier Menschlichkeit gerade einsammle. Wie, nur kurz, zur Sicherheit. Ich bin vermutlich schon wieder... Nee, noch lange nicht. Hier oben hat sie wieder einen Gegner. Na. Ich habe keine Zeit. Lassen wir die Spiele bleiben. Auf euch habe ich keine Lust. Ja, ihr könnt jetzt alle gleichzeitig kommen. Mir ist das so wurscht. Weg mit euch. Hier nach oben. Nennt mich Speedy Gonzales. Zu den Gargoyles. Denn da oben erwartet uns ja noch ein ganz komischer Kerl, der uns unsere Sünden vergeben möchte. Aber natürlich gierig ist wie die Kirche. Mal sehen, was mich das kosten würde. Just in time. Was wird es mich dann kosten? 45.000 Zehen? Nein. Nee, sicher nicht. Gegenstand kaufen. Läuterungssteine habe ich selber 74. Heimkehrknochen. Soll ich nochmal? Nee, habe ich auch genug. Brauche ich alles nicht. Was hast du noch zu sagen? Hast du acquaintance with Petrus of Thoroland? I wager you two has likely found much in common. For is he not too drenched in sin? Der tatsächlich, der... Hast du ein... Der lästert. Und lästern kann ich nicht ausstehen. Thou hast made thyself clear. Thou shalt regret this. Fear thine indelible wrongdoings. Nee, nicht wirklich. Doppelmenschlichkeit, zweimal. Nehmen wir auch gerne mit. Dann ab zum nächsten. Hier teleportieren wir uns nach zur Kammer der Prinzessin. Denn lasst euch nicht ablenken hier. Hier ist bei mir natürlich alles dunkel. Passt ja so, wie ich angezogen bin. Hier ist halt... Hier lebt keine Seele mehr. Was ja auch der Welt entsprechen sollte, die ich hinterlassen möchte. Hier gibt es einfach nichts mehr. Nichts mehr zu holen. Ja, trinken wir trotzdem sicher als halber einen Schluck. Dann ab nach oben.
zum Schmied. Der Schmied soll ja auch nicht mehr leben bei mir. Der darf sich ruhig auch verabschieden. Hat seine Aufgabe erfüllt. War eine schöne Zeit mit dir. Denkt daran, bevor ihr natürlich die Schmiede tötet, dass ihr alle Götterwaffen oder beziehungsweise speziellen Waffen und anders unbedingt vorher bei ihnen herstellt. Was willst du sagen zum Abschied? Hallo, Forge, I can. Nee, kannst du nicht mehr. Das war mal. Na? Das kennen wir. Noch nicht tot? Wow. Okay. Oh, du kommst nicht nach außen? Das ist schade für dich. Oh, den Teil kenne ich. Lassen wir ihn toben. Das ist das gleiche Angriffsmuster wie die aus der Burg oben. Noch nicht. Bald. Riesenschmiedehammer. Können wir auch kurz anschauen. Der Riesenschmiedehammer ist... Wo ist er denn? Riesenschmiedehammer. 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 Hier. Eine D in der Stärke. 16 Stärke. Der Holzhammer des riesigen Schmiedes in Analondo, der Blitzwaffen herstellt. Der Waffenschmied bearbeitet die Blitzwaffen mit dem Holzhammer, da der Einsatz eines Metallhammers dabei zu gefährlich wäre. Jo. War nett, dich kennengelernt zu haben. Next, please. Jetzt teleportieren wir uns, überlegen, sonnig, Altar brauchen wir nicht, Analon, da brauchen wir nicht, Kammer der Prinzessin haben wir, Finstermond, Grab, nee, Abgrund, nee, wobei, okay, wir versuchen es mal, weiß gar nicht, ob das was bringt, natürlich wechseln wir jetzt den Ring, denn wenn wir dahin gehen, brauche ich ja logischerweise, wo ist er denn? Bin ich blind? Habe ich den... Hier, ermöglicht Abgrundschreit. Ich weiß nicht, ob man es kann ohne... Ich probiere es jetzt gar nicht. Ich will es gar nicht wissen. Wir gehen in den Abgrund. Je nachdem mache ich jetzt einen Fehler und ich trete aus dem Bund aus, aber... Jo. Probieren geht ja über studieren. Hast du noch was zu sagen? I am your guardian. Go on, state your wish. Farewell. Ebenso, ebenso. Hä? Sag mal, wie viele Lebenspunkte hast du denn? Das zieht ihm, glaube ich, gar keinen ab. What is it? Nee, das interessiert ihn auch nicht. Guardian. Go on. Okay, dann halt nicht. Very well. Nee, dahin wollte ich noch gar nicht. Mist. Es ist zu früh. Noch habe ich nicht alle, wollte ich jetzt gerade sagen. Stattdessen gehen wir jetzt. Abgrund hatten wir, Tochter des Chaos hatten wir, Altar des Grabes, Fürsten hatten wir, Steindrachen brauchen wir nicht, Mausoleum, hier ist alles tot, Schlund des Abgrunds ist auch alles tot, Dungeon brauchen wir nicht, die Tiefen brauchen wir nicht, die Gemeinde der Untoten, nee, Katakomben der Giganten, da möchte ich hin, Katakomben ist, glaube ich, auch nichts mehr. Jetzt wechseln wir hier den Helm, damit ich was sehe. Da können wir eigentlich hier durch. Ist ein bisschen kürzer. Das Ding habe ich ja schon oben. So. Dich brauche ich auch nicht mehr. Hier gehen wir nach oben. Das ist der kürzeste Weg, der mir bekannt ist, zum Teleportieren. Hier werden uns gleich die Bogenschützen behaken, aber... Na... Schlimm wird der Riese hier vorne. Ja, ich hasse es, hier von allen Seiten gleichzeitig beschossen zu werden, aber an dem kann ich jetzt im Moment nichts ändern.
Weg mit dir. Und nach oben. Hinterlässt du was? Nee, nix. Geht hier nach oben. Ihr müsstet sie nicht unbedingt töten. Mich stören sie halt. Ich bin jetzt unsicher, ob die mich nicht noch im Rücken treffen oder nicht. Na. Weg mit dir. Die Waffe ist so schön ausgebaut. Mit zwei Treffer sind die tot. Dann hier nach oben. Hast du mir eine Waffe hinterlassen? Die hinterlassen die schönen Schwerter. Also das lohnt sich durchaus. Dann geht's hier weiter nach oben. Dann rollen wir hier ab, beziehungsweise gehen einfach nach unten. Dann ab durch die Mitte hier hinten. Denn wir wollen ja zum Schmied. Boah, der Weg ist weit. Das lohnt sich aber. Der hinterlässt uns was. Können wieder den Helm wechseln. Ach, wir nehmen jetzt einfach den Gargoyle-Helm. Ich tarn mich jetzt. Der Tod ist vorbei. Wobei, wenn schon tot, dann wirklich tot. Na, wo bist du denn? Ach, das nervt mich jetzt. Komm, hier bist du. Irgendwas ist gestorben. Wir haben keine Zeit. Lass ich alle Vorsicht walten. Fallen. Ich will hier nur töten. Töten, töten. Na, kommst du zurück, du blödes Ding? Ah, müssen die jetzt mich alle sehen? Wäre jetzt nicht so nötig. Ja, vielleicht lässt jemand noch ein Schild fallen. Könnte das sein. Komm hierher, du Mistding. Na, ein Schild fallen lassen? Tatsächlich. Ein Knochenradschild. Hat mir noch gefehlt in der Sammlung. Ist auch... Sieht nett aus, das Schild. Ist aber nicht das Stärkste. Hat aber ein gutes Aussehen. Ich werde es euch jetzt nicht vorführen. Ihr glaubt mir das sicher einfach so. Denn sonst kostet mich das noch mehr Zeit. Stattdessen gehen wir hier nach hinten. Warum habe ich eigentlich immer noch den hier an? Nehmen wir stattdessen, damit das ein bisschen schneller geht, Havels Ring. Hier hinten haben wir den nächsten, da will jetzt vermutlich noch mehr Glut. Ja, du kannst sie haben. Als Abschiedsgeschenk. Gegenstand kaufen. Hier ist auch nichts mehr, was ich brauchen müsste. Ich habe einen verdammt guten Grund. Varmus Hammer und königlicher Helm. Der Helm ist nicht schlecht. Also der Helm ist wirklich... Den kann ich empfehlen. Wenn ihr den wollt. Er ist, glaube ich, nicht ganz leicht. 4,5. Der Helm von Varmus, dem Skelettschmied der Katakomben. Er ist teilweise aus Gold gefertigt und gewährt hohe Gesamtresistenz. Angeblich entstammt die Krone einem alten Königshaus. Doch Varmus, der als einziger die Wahrheit kannte, ist auf ewig verstummt. Traurige Geschichte. Aber Bano, ihr seht das Blutresistenz, Gift und so weiter. Wenn man das ausbaut, das kann sich durchaus lohnen. Der Hammer selber können wir auch noch kurz anschauen. Der wird mit großer Wahrscheinlichkeit jetzt hier unten irgendwo stecken. War das das? Ne, das ist Analanda. Varmus Hammer. Ist eine C in Stärke. Gleichzeitig der Metallhammer von Varmus, einem eher wortkargen Skelettschmied in der Tiefen der Katakomben. Er kann als Schlagwaffe verwendet werden, sollte aber vielleicht besser in den Händen seines talentierten Besitzers verbleiben. Dafür ist es ein bisschen zu spät für diese, für diesen Hinweis. Wir haben es gleich, keine Bange. Viel ist nicht mehr. Ach, mich nervt, dass ich jetzt hier bin. Teleportieren wir zum Feuerbandschrein. Da gibt es noch drei Sachen zu erledigen. Eigentlich sind es sogar vier.
als allererstes ist natürlich hier oben Petrus, das alte Lästermaul, an der Reihe. Hast noch was zu sagen? Oh, you. Have you seen my lady? Oh, blast, where might she be? And would she be safe? Jetzt würde er nach oben gehen und sie umbringen. Darum hast du sie Are nicht. You sure? Then, my lady, what terrifying news. What am I to do? All because of my shortcomings. It is my fault. Oh. Soll ich dich von deinem Leider lösen, oder? Oh, I'm distracted. Ja, weißt du was? Ich kann Leute nicht trauern lassen. No. This can't be. It can't end like this. Menschlichkeit 2. Und wieder einer weniger. Was hast du noch zu sagen? Hello. You've been a strange... Why? Tell me about it. Du kannst es jetzt noch wissen. Yes, of course. Thank you for sharing. I'm still an able pyromancer. I'm in your debt. Bist du? Goodbye, then. Be safe, friend. Don't you dare go hollow. Das ist es auch für dich. You detest my pyromancy. That must be it. Then I'll give you a taste of it. And it will not be pleasant, I assure you. Na, du darfst einmal treffen. Der würde uns ja jetzt im Sumpf eigentlich überfallen wollen. Wir haben ihm jetzt einfach den Weg abgenommen, wenn man so möchte. Ist hier hinten der Lehrling noch? Oh, there you are. Just so you know, Master Logan has left on his own again. It seems that he is still determined to find the famed Regal Archives in Anor Londo. I intend to search for him. Only before I leave, there is one thing I wish to do. You see, Master Logan has left most of his books. With them, I could teach you Logan sorcery. You have done much to assist me. Before I leave on this journey, I will teach you all that Logan has to share. Ja. Oh, hello. Then let us begin, as promised. Gegenstand kaufen? Nee, brauche ich auch nicht mehr. Goodbye, then. Do stay safe. Und ihr Magier seid so arrogant und glaubt, eure Zauber seien gut. Damn, you've lost it, haven't you? Oh, Master Logan. Zauberei. Stille, Wappenring, ruhender Drache. Der dachte tatsächlich, er wäre mit seiner Intelligenz besser als wir Pyromanten. Tut mir leid, ihn da enttäuschen zu müssen. Ach komm. Weg mit dir. Treffen mich gleich von oben Feuerbälle, aber das ist mir im Moment egal. Stattdessen Anlauf mit vollem Karacho hier rüber zu unserem Sonderhändler. Na? Hey, Shemai. I didn't expect to meet anybody here. I suppose great minds think alike, eh? Schön. Well, that is a shame then. But no matter. No, not to worry. Come back again. I'm always available. Not every trade was meant to be. There'll be more in store for us. Someday. Sometime. And someday, sometime is vorbei. What problem do you have now? I'm a... By the Lords. Why... My precious collection. 1010. Sonst leider nix. Ich merke gerade, die Feuerbälle sind eigentlich ungesund. Die müssten ganz anders getötet werden. Die kommen hier gar nicht dazu, irgendwie ihren Satz aufzusagen. Die sterben viel zu schnell. Wir sind gleich durch. Keine Bange. Es sind noch zwei Sachen. Dann sind wir wirklich hier komplett durch. Das eine ist noch hier unten natürlich. Wir haben ja jetzt, mal kurz schauen, Estus Flacon plus 4 und zwei Seelen bei uns. Können wir abgeben, Estus Flacon plus 5, Estus Flacons plus 6. Forgive me, I am impure. Please, leave, I wish not to... Du musst auch nie widersprechen.
Kann ich die nicht töten? Ich dachte, ich könnte das. Nee, die kann man nicht töten. Hm. Da kann man wohl ihn hier unten vermutlich auch nicht töten. Unseren Schmied dahinter geht er ist. Gehen wir aber trotzdem mal hier prüfen, ob es so ist. Da will vermutlich noch eine Glut von mir. Und wenn wir den haben, dann sind wir eigentlich durch. Ich wüsste zumindest momentan spontan kein NPC mehr, der mir noch was nutzen würde. Wir haben den Händler oben natürlich, der mit seiner Vase oder Kiste oder was es auch immer ist, spricht. Dann, doch einen habe ich noch vergessen, merke ich gerade. Schlecht. Tatsächlich einen vergessen. Mindestens einer, der mir gerade noch einfällt. Aber zuerst gehen wir jetzt mal hier unten noch schauen, was der zu erzählen hat. Nee, an dem komme ich nicht ran. Ich würde sagen, an dem komme ich nicht ran. Smithing helps soothe my nerves. Don't let me wither away out of idleness. Nee, an den komme ich nicht ran. Schade. Hast du dich in Sicherheit gebracht, du Verräter. Dann ist natürlich noch eine Dame übrig. Eine Dame. Und an die komme ich ran. Das weiß ich. Gehen wir doch wieder zum Feuerwandschrein. Eben, der Händler oben, wo ihr das erste Mal dem Drachen begegnet, der ist bei mir schon tot. Deshalb muss ich den nicht mehr besuchen. Der würde euch ein Schwert hinterlassen und ein paar Seelen. Ich glaube, Menschlichkeit hinterlässt er nicht, bin aber unsicher. Kann sein, dass er auch Menschlichkeit hinterlässt. Aber, wie gesagt, ist ein bisschen lange her. Weil wir jetzt 10 Seelen haben, bringen wir die auch noch kurz um. Vielleicht lässt sie ja nochmal eine zurück. Nee. Dann rennen wir hier durch. Und mit der hier hinten wäre es dann getan. Schmiede haben wir alle umgebracht. Außer ihn unten natürlich beim Gitter. Händler sind, soweit ich weiß, auch alle weg. You left me high and dry for a while there. I thought maybe you'd forgotten about me. Are you back for me? Und zwar hätte ich sie wirklich fast vergessen. Die Dame kann Gedanken lesen. Ach nee. Okay, wenn du das sagst. Noch ein paar Seelen. Und das wär's. Jetzt seid ihr Next Game tauglich. Ihr habt noch eine Feuerhüterseele offen, aber das ist nicht jetzt erhältlich. Also ihr könnt sie nicht töten. Dementsprechend ist jetzt hier der Endkampf möglich. Am Herrschergefäß. Die Seelen opfern, das kennt ihr, den Bosskampf betreten und dann könnt ihr ins nächste Spiel. Vielen Dank fürs Zusehen. Tut mir leid, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Ist einfach eine Erinnerung, was ihr alles machen könnt. Und habt eine gute Zeit. Viel Spaß in Dark Souls.